Schwierig wird es bei den Jugendlichen, die sich noch sehr gut an die fröhliche, aktive, leistungsfähige Zeit vor einem Jahr erinnern und die eigentlich da drin hängen bleiben und da immer wieder hin zurück wollen. Radio Dreifach. Seien wir mal ehrlich, die neuen Corona-Massnahmen sind zwar schon sinnvoll, aber sie schiessen einfach auch richtig krass an. Ja, ich finde es eigentlich mega schwierig, etwas zu planen, wo ein bisschen weiter weg ist als morgen. Dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, neue Leute zu lernen und neue Sachen auszuprobieren. Und ich freue mich auch fast nichts mehr, weil einfach fast alle Projekte abgesagt werden. Das kann einem halt auch ein bisschen Angst machen für die Zukunft. Und genau so geht es mega vielen Leuten. Darum wenden sich auch viel mehr Jugendliche an irgendwelche Organisationen, die ihnen psychisch weiterhelfen wollen. Wie zum Beispiel Pro Juventute. Ich telefoniere jetzt dann gerade mit der Luzana. Vielen möchte ich eigentlich wissen, wieso so viele Jugendliche betroffen sind. Ich habe sehr viel mehr Beratungen zum Themenfeld, oh, ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren oder ich habe Angst, keine neuen Freunde zu gewinnen. Also wenn das neue Schuljahr startet und man ist irgendwie gar nicht wirklich immer vor Ort, zum Beispiel auch beim Studium etc. Also wirklich der Wegfall vom Sozialleben ist das grösste Problem gewesen, das wir haben können feststellen, weil sich eben Kinder und Jugendliche im Kontakt mit anderen stark identifizieren. Wieso eher Junge als Alte? Bei den Kindern und Jugendlichen ist wirklich das, dass der soziale Kontakt extrem wichtig ist für die Entwicklung. Und es hat ja auch Zeiten gegeben, wo die Schulen geschlossen sind. Und die sind ein wichtiges auch Frühwarnsystem. Also wenn es darum geht, dass bei jemandem etwas nicht gut ist, ist es häufig so, dass es in der Schule zuerst auffallen tut. Gerade in der Zeit vom Lockdown, also von März bis etwa Mai, haben wir eine starke Zunahme gehabt bei Beratungen rund um familiäre Konflikte. Und auch leider zu häuslicher Gewalt hat es in dieser Zeit um 70% zugenommen im Vergleich zum Vorjahr. Bei meiner Recherche habe ich immer wieder gelesen, dass vor allem die Jugendlichen betroffen sind, die schon vor der Corona-Pandemie psychische Probleme hatten. Darum hat die Luzerner Psychiatrie zum Beispiel auch gerade mehrere neue Stellen geschaffen. Mit dem Herr Bilke, dem Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, habe ich jetzt gerade einen Zoom-Call. Und von ihm möchte ich vor allem wissen, was sind eigentlich die Langzeitfolgen von Corona für Jugendliche und Kinder? Wir sehen deutlich mehr Jugendliche mit sehr großer Verzweiflung, mit Suizidversuchen und mit so einem Gefühl der Aussichtslosigkeit. Also wir reden hier ja nicht von Jugendlichen, die genervt sind, dass sie nicht zur Party gehen können. Wir reden eigentlich von denen, die sehr angepasst sind und die sich in so eine Innenwelt zurückziehen. Irgendwann klappt das dann nicht mehr. Irgendwann schaffen die das nicht mehr alleine. Sind jetzt die langfristigen Folgen von so einem psychischen Druck für ein Kind oder eine Jugendliche? Kinder zwischen 5 und 8, 9, für die ist das die neue normale Realität. Das heißt, da gibt es eine Generation, die sehr gut mit allem klarkommt. Und deswegen sind vor allen Dingen Jungerwachsene betroffen. Also die zwischen 18 und 25, die sehr genau eine andere Lebensform kennen. Da werden wir wahrscheinlich Depressivität, Ängstlichkeit, Zukunftsängste, Zurückgezogenheit, das wird sicher etwas zunehmen. Bei Institutionen wie die Dargebotene Hand, Pro Juventute, Pro Mente Sana, Türschnuffe.ch oder auch Riedenkannretten.ch kannst du dich melden, falls du dich zum Beispiel betroffen fühlst oder auch, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist.